ist auch angefangen mit dem arabischen Frühling, ist darum gegangen, dass das Parlament im Bundesstaat Wisconsin besetzt worden ist, um Gewerkschaftseinschränkungen zu verhindern. In Portugal war die verlorene Generation, die auf die Straße gegangen ist. In Großbritannien haben zuerst Studierende demonstriert und dann als große Demonstration gegen Sozialabbau gegeben. In Spanien sind eben die Indignados, die Empörten, aufgetaucht. In Griechenland sind dann die Platzbesetzungen zusammengefallen mit allgemeinen sozialen Bewegungen, wo es um soziale Einschränkungen geht. In Israel sind die Plätze besetzt worden, um gegen die Wohnungsnot zu demonstrieren. In London hat es Krawalle gegeben im August. Und schließlich im September war Occupy New York, wo schon ein bisschen, also einerseits wieder in einem Zentrum der Welt, was passiert ist und auch der Fokus der Medien drauf gewesen ist, wo man aber jetzt sagen kann, es gibt sowohl Resonanzen, also Occupy war beeinflusst vorher von den Indignados, vom arabischen Frühling und umgekehrt hat es auch wieder eine Ausstrahlung gegeben. Die Wohnungsfrage, die Frage des sich irgendwo Treffens in soziale Zentren, das hat sie auch im Zusammenhang mit den Bewegungen immer wieder gestellt. Also, es war umgekehrt, also zumindest in Europa, glaube ich, kann man sagen, dass Hausbesetzungen, die manchmal von radikalen Gruppen, manchmal breiter waren, die größeren Bewegungen beeinflusst haben. Und umgekehrt ist auch in Spanien ist es weiter passiert, dass es Kampf gegen Delogierung und dezentrale und weniger spektakuläre Kämpfe sozusagen aus Fortsetzung von den Bewegungen gibt. In Hamburg hat es seit 20 oder jetzt sind es 23 Jahre keine Hausbesetzung mehr gegeben. Das letzte Haus, was in Hamburg besetzt wurde, ist die Rote Flora. Das ist ein Objekt, das auch sehr zentral in der westlichen inneren Stadt liegt und nach wie vor besetzt ist. Und diese Stadt hat ein Trauma mit Hausbesetzungen, das ist die Hafenstraße, das sie auch bis zum heutigen Tag nicht überwunden hat, zumal einige Leute in der Verwaltung auch noch arbeiten, die damals schon mit der Hafenstraße zu tun hatten und das sitzt tief. Jetzt mache ich nochmal einen kleinen Sprung, damit man versteht, was ist das für eine Stadt Hamburg. Hamburg ist eine Hafenstadt, ist eine Handelsstadt und so funktioniert sie auch. Das ist die Prämisse, nach der sie funktioniert. Das sind Händler, das heißt, es wird sozusagen nach dem Markt und auch nach dem Ertrag und nach dem Profit geschaut. Und unter diesen Voraussetzungen werden die Entscheidungen getroffen. Das ist eine Stadt, die sozusagen schon 1982 einen Paradigmenwechsel unter Klaus von Donani vollzogen hat, hin zu einer sehr weitreichenden Privatisierung. Das ist eine Stadt, der nur noch 2009 nur noch das Wasser gehört hat. Alles andere, Krankenhäuser, Gas, alles war im Laufe der 90er Jahre verkauft worden oder teilweise auch schon in den 80ern und privatisiert worden. Wir hatten ein Atelier im Gängeviertel, wir waren vier Leute und haben angefangen, uns clandestin sozusagen im Keller zu treffen, einmal in der Woche, und haben so einen Call rausgegeben an die Stadt und das ganz vielen Menschen erzählt, dass wir uns dienstags immer treffen, mit dem Ziel sozusagen ein Netzwerk aufzubauen und mit dem Ziel uns darüber zu unterhalten, in was für einer Stadt leben wir denn eigentlich und wem gehört sie denn, diese Stadt, und wie kann das denn hier alles weitergehen? Und der Hintergrund war natürlich, dass unser Ende, unsere Tage dort auch gezählt waren. Klar war, okay, 2009 wird irgendwas dort passieren und dann müssen wir alle raus. Und wir ganz einfach nicht mehr wussten, wohin wir sollten. Die aktuellen Bewegungen, heißt ja immer, sie sind irgendwas relativ Neues. Meiner Ansicht nach ist manches gleich geblieben oder hat sich nicht verändert. Also soziale Bewegungen versuchen immer Partizipation von vielen zu erzeugen. Also insofern sowas, was basisdemokratisch oder Plenumsdiskussion, das war in jeder Bewegung. Der Unterschied ist, dass das jetzt in Spanien oder in Wien in der Uni-Brennt-Bewegung auch diskutiert wird. Es war eben keine klassische Bewegung, das heißt, es sind nicht linksautonome Gruppen, die sich zusammengefunden haben und gesagt haben, wir müssen ein Symbol setzen gegen diesen Staat oder gegen dieses System, weil wir lehnen das ab, sondern dass es sozusagen ein ganz buntes Spektrum an Leuten sich in diesem Keller zusammengefunden haben. Und das geht von
vom Architekten über Stadtplaner, über Arbeitslose, über Künstler, über Linksautonome saßen alle am Tisch, die sich zum großen Teil alle vorher nicht kannten und haben diesen Plan zusammen auselaboriert. Man hat Nein gesagt, ganz klar, und natürlich war quasi der Feind die Stadt, weil die sich unmöglich benimmt und weil sie es einfach, weil sie so viele Sachen macht, die sie nicht kann, statt dann mal loszulassen und mal abzugeben und mal einzusehen, dass die verantwortungsvolle Bürger auch hat, die durchaus in der Lage sind, irgendwie entsprechend zu handeln. Und das muss man ja begreiflich machen. Wir hatten so eine Verwirrungsstrategie. Wir haben halt gedacht, okay, wir gehen da jetzt rein in diese Häuser. Wir haben die ja aufgemacht und haben die ganze Stadt eingeladen. Und hatten dann zum Beispiel auch eine Ausstellung in einem der Gebäude, von dem wir wussten, das war eine internationale Ausstellung, aber im fünften Stock von der Fabrik. Also wir wollten auch, dass es ein Ort wird, wo sich jeder hintraut und wo keiner das Gefühl hat, ich darf da nicht hin, weil ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu groß, zu klein, ich habe die falsche Haarfarbe oder irgendwas, sondern dass der wirklich offen ist. Ich glaube, dass in den letzten Jahrzehnten die Protestformen in Österreich, kann ich zumindest sagen, nicht mehr so ritualisiert ablaufen und teilweise also fantasievoller geworden sind. Also gerade diese Sprechblasen sind sehr viel auftaucht in der Bewegung gegen Schwarz-Blau. Also jetzt auch, dass man nicht die Konfrontation mit der Polizei sucht, sondern einfach dann woanders hingeht. Ja, oder man kann ja auch, oder wenn du einfach nochmal, gerade bei so Investoren, also in Hamburg ging es ganz viel um Raum und Wohnraum und diese ganze Investorennummer. Und dann kann man ja auch Veranstaltungen einfach, also wenn man dich erst informiert, wenn es sowieso schon aufgeflogen ist und alle Entscheidungen getroffen sind, sowas kann man ja auch sprengen, ohne dass man da sozusagen gewalttätig ist, indem man sozusagen einfach bleibt und sagt, nee, wir bestimmen jetzt aber den Ablauf von dieser Veranstaltung. Ne? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist eine andere Zeit und ich glaube einfach, dass die Problemlage sich teilweise verschoben hat. Also mir kommt einfach vor, ich glaube, damit können wir auch wieder vielleicht so eine gewisse europäische Ebene in den Fokus bekommen, dass es halt nicht mehr darum geht, politische Überzeugungen durch, ich sage jetzt mal, Hausbesetzungen, Proteste nur auszudrücken, sondern es geht ganz klar auch um ganz konkrete Lebenssituationen, die nimmer durchführbar sind, wo einfach gewisse Lebensentwürfe momentan vom Scheitern stehen. Und das reicht sehr, sehr weit auch in bürgerliche Bereiche hinein und deshalb sind die Proteste auch von den gesellschaftlichen Schichten her ganz anders gelagert als in den 70ern und 80ern. Ich meine, wenn man heute sich anschaut, wer in Spanien auf der Straße ist, das sind nicht die, die in den 70ern und 80ern auf der Straße waren. Das sind Menschen, die keine Zukunft sehen, die keine Perspektive mehr haben. Im Prinzip geht es so weit, dass auch ich sag mal, Bürger, die quasi nicht groß jetzt von solchen Dingen tangiert sind, auch das Gefühl bekommen, übervorteilt zu werden von gewissen Mächtigen, von gewissen Machtstrukturen. Ich meine, ich erinnere hier nur an Stuttgart 21, wo quasi wirklich neben natürlich auch Link und auch Norman, aber schweres, noch reiches Bürgertum auf der Straße war, die quasi Mitsprache eingefordert haben in ganz entscheidenden stadtpolitischen und stadtarchitektonischen Fragen. Und ich glaube, dass einfach einerseits die durch die Prekarisierung eine ganz andere soziale Lage herrscht und dass das aber schon auch stimmungsmäßig auf weitere Schichten übergreift. Also ich glaube, insofern sind die Vergleiche mit den 70ern immer nur, die hinken so ein bisschen vielleicht im Moment. Man hat auch gemerkt, dass irgendwie sozusagen dieses, okay, dann gehe ich halt in die Politik und verändere es von da, dass das nicht funktioniert. Und deswegen versuchen ja Leute heute zu sagen, ey, ich bin ein Bürger und ich bin, was auch immer ich bin, das bin ich, das will ich auch bleiben. Aber so geht's nicht. Und es braucht einfach Gegenkonzepte und es braucht einfach Orte und dann bitte auch zentrale Orte, wo Leute sich treffen können und sich genau darüber austauschen können und sich überlegen können, ey, wie geht's denn eigentlich jetzt hier weiter? Was aber das Wichtige ist, und das möchte ich nur betonen, wo kann man das im Gängeviertel auch feststellen, ist eben diese gegenseitige internationale Beeinflussung, die internationalen Kontakte. Es war ja so, in der Linken hat es in den 70er, 80er Jahren Internationalismus gegeben, dann auf einmal ist man eher auf das Lokale zusammengeschrumpft und jetzt gibt es aber wieder internationale Kontakte, internationale Diskussionen und immer gegenseitige Beeinflussung. Wie
beurteilt ihr die Situation in Europa seit einigen Jahren? Ich meine, es ist ja nicht, dass es seit einigen Jahren Erstbesetzungen gibt, aber offensichtlich hat sich was geändert oder ist es intensiviert oder ist es einfach durch die sozialen Medien einfach mehr ins Bewusstsein der Leute gerückt, wie stehen die Medien heute in Österreich, wissen wir eh, wie sie stehen, das ist schlecht, ne, weil wir keine Medienlandschaft haben, aber allgemein in Europa gibt es da mehr Solidarität, auch bei euch zum Beispiel. Wird das jetzt gehypt und wird aufgrund dessen nächstes Jahr niemand mehr darüber reden, weil das ja auch Thema einer jeden Dokumenta, steirischer Herbst oder was auch immer, weil sich jetzt auch die Kunst, sage ich mal, dessen annimmt, sicher auch die Literatur, das Fernsehen, der Film, wahrscheinlich gibt es in einem Jahr irgendwelche Actionfilme über Besetzungen oder was, ich weiß es nicht. Ich meine, kann man es weiterhin ernst nehmen, wird einmal was wirklich dabei heraus sein, wird eine politische Emanzipierung daraus hervorgehen oder bleibt es jetzt bei dem, was es ist und in ein paar Jahren interessiert es wieder niemanden, kann man da irgendwie was abschätzen? Also wenn ich jetzt was abschätzen würde, wäre das sehr gewagt. Also auffällig ist natürlich schon ein bisschen ein Ungleichgewicht, wo jetzt die, also in Südeuropa, wo die großen Sparmaßnahmen durch die Troika durchgeführt werden, dass da halt viel mehr Aktionen gibt. Wobei dann auch die Frage ist, was bringt das? Also jetzt ein Freund von mir sagt, er ist völlig enttäuscht in Griechenland, Generalstreiks, militante Demonstrationen, Wahlsiege, nichts hat sich geändert. Also die herrschenden Strukturen bleiben. Und die Solidarität jetzt in die reicheren Staaten ist auch relativ gering. Zugleich habe ich aber schon das Gefühl gehabt, dass es 2011 einen Aufbruch gegeben hat oder jetzt überhaupt einen Zyklus, also ich setze ihn ein bisschen früher an und mit einem Höhepunkt 2011, was dann aber niedergegangen ist. Also ein bisschen weniger geworden ist, niedergegangen ist, aber teilweise auch, es war ja 1968 in Wirklichkeit auch so, dass das sehr stark medial im Fokus war und was nachher passiert ist, war gar nicht so wenig, nur war es halt nicht mehr so spektakulär, weil es dann Wiederholungen waren teilweise. Es ist ja sehr wohl sozusagen eine Weiterentwicklung und weil du jetzt die Frage Hausbesetzung, Platzbesetzung, natürlich ist ein bisschen ein Unterschied von der Größe oder von der Dimension, aber das Epizentrum ist unter anderem schon besetzt worden, auch um den 15. Oktober, der internationale Aktionstag war, weil man sich gedacht hat, na gut, im Winter auf der Straße ist auch nicht so super. Also, und außerdem geht es ja auch immer wieder um die Bewohnungsfrage. Die Indignados haben aus Kampan zum Beispiel die Verhinderung von Delogierungen durchgesetzt. Es fängt da an, wieder militanter zu werden, habe ich schon auch das Gefühl. Also jetzt, wo voriges Jahr sozusagen das ganz in Spanien fast ganz abgelehnt worden ist und jetzt, wenn man ein paar Mal welche mit Polizeiknüppel gekriegt hat, dann ist es halt nicht mehr so. Wobei jetzt Militanz eh immer eine Frage der Mediendarstellung ist. Also ich kann mich erinnern, in Österreich, wenn es geheißen hat, Straßenschlachten war das, dass wir nicht auf den Deckel gekriegt haben und eigentlich nichts gemacht haben sonst. Diese Parallelen, die man überall beobachtet, ist diese, dass so große heterogene Gruppen von Menschen sich zusammenfinden und kollektiv sagen, nein. Also egal, ob das auf einem Platz ist oder bei uns sind es halt Häuser, so. Ich glaube das schon, dass es da einen sehr großen Unterschied gibt, weil der Fokus ist ein ganz anderer. So. Also der Fokus bei uns ist einfach, diese Häuser erhalten, wir müssen irgendwo wohnen, es muss irgendwie Arbeitsplätze geben und solche Dinge. Und wenn ich einen Platz besetze in Spanien, da ist mein Fokus trotzdem nochmal größer und auch abstrakter. Aber das finde ich halt interessant und das hat mich total fasziniert sozusagen, also sowohl beim arabischen Frühling als auch in Spanien, überall, dass diese Heterogenität an Leuten, die sonst nie zusammen auf die Straße gehen würden. So. Und wann passiert denn das? Genauso wie in Hamburg, wenn die Leute das Gefühl haben, sie stehen mit dem Rücken gegen die Wand. Ich glaube, es passiert noch viel. Also ich glaube, es wird nicht so lustig werden in den nächsten Jahren. Ich glaube, das wird wirklich nicht schön. Aber es wird, glaube ich, ganz interessant. Ja.
Also man hat ja keine Wahl, wir werden das ja alle erleben, außer wir bringen uns um. Also kann man ja versuchen, das auch mitzugestalten, ne? Ich wäre jetzt dafür, dass wir die Diskussion informell weiterführen.